Willkommen auf Reinholds Kanal. Dieses Spiel Far Cry 6 findet auf einer fiktiven Insel in der Karibik statt. Die Story des Spiels erinnert mich an das Prinzip der Redewendung aus der Zeit des Römischen Reiches Panem et Circenses. Panem et Circenses ist Latein und es bedeutet Brot und Spiele auf Deutsch. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Dieses Spiel suggeriert dir als Spieler, dass wenn die Führer einer Nation hier, El Presidente, ihr Volk nicht mit eiserner Faust regieren, es festhalten wie eine Granate, es quetschen, es zerdrücken, es in die Mangel nehmen, dann bruch, explodiert das Volk wie eine Granate und das würde zu Aufständen und Anarchie führen auf der Insel. Und niemand wäre danach mehr glücklich auf der Insel. Man könnte nicht mehr am Strand liegen, sabbern und dadurch überleben. Es würde also zu Anarchie führen. Und Anarchie, dieses Wort, ist ein altgriechisches Wort von Narchia. Es bedeutet Herrschaftslosigkeit. Es bezeichnet einen Zustand der Abwesenheit von Herrschaft. In diesem Spiel muss man als Hauptfigur mit Gewalt diesen El Presidente entgegnen und ich finde, es suggeriert ein ganz falsches Bild von beiden Seiten, dem El Presidente seiner Regierung und dem einfachen Volk, wie die Welt richtig funktionieren sollte. Von beiden Seiten aus gesehen. Ich stimme den Machern von Far Cry 6 also gar nicht zu und identifiziere mich überhaupt nicht mit denen. Dieses Spiel ist gemacht, um euch zu unterhalten, wie mit Brot und Spiele, um euch von den wichtigen Sachen im Leben abzulenken. Der Ausdruck Brot und Spiele, Panem et Circenses, aus dem Latein, stammt vom römischen Dichter Juvenal, er bedeutet Brot und Zirkusspiele. Juvenal kritisierte in seiner Satire, dass das römische Volk in der Zeit des Prinzipats entmachtet von den Kaisern Augustus, unter dem die Wahlen der Magistrate zur bloßen Formalität verkamen und Tiberius, der sie völlig dem Volk entzog und dem Senat übertrug, sich nicht mehr für Politik interessiert und nur noch diese beiden Dinge gewünscht habe, Brot und Spiele. Stattdessen wird in der wissenschaftlichen Literatur die Ansicht vertreten, bereits in der Zeit der späten Republik hätten die Wähler Panem et Circenses erwartet und sich auf diese Weise bestochen. Zur entsprechenden Stimmabgabe bei den Magistratswahlen verleiten lassen. Auch Fronto berichtet von Kaiser Trajan, dieser habe Massenunterhaltungen besonders gepflegt, in der festen Meinung, Zitat, dass das römische Volk insbesondere durch zwei Dinge, Getreide und Spiele, sich im Bann halten lasse. Zitat Ende. Populum Romanum duabus precipue rebus annona et spectaculis tenere. Dion von Prusa wirft den Einwohnern Alexandres vor, sie seien nur noch auf Brot und Wagerinnen fixiert. Direkt ins Deutsche übersetzt könnte es auch heißen, die beiden wichtigsten Ereignisse, an die das römische Volk gebunden sein muss, war der Preis für Lebensmittel und die Besichtigung von Sehenswürdigkeiten. Ich und du, wir beide, wenn wir den Schriften und dem Herrn folgen, wissen, dass wir uns in der Wiederentstehung des Römischen Reiches hier befinden und dass die Herrschaften, die jetzt sind, nötig sind aus vielerlei Gründe, die ich nennen könnte, aber jetzt nicht tue. Auf jeden Fall wird in den Schriften die Wiederentstehung des Römischen Reiches vorausgesagt, welches von einem kommenden Imperator geführt werden wird, genannt das Tier aus dem Meer. Das mag jetzt vielleicht etwas weit hergeholt sein für dich, wenn du noch nicht dem Herrn nachfolgst, aber zieh dir das mal rein, wie ähnlich wir uns heute im Römischen Reich verhalten bzw. verspeist werden. Aus der Antike, schon zu Zeiten der Römischen Republik, wurde vom Senat für die Bürger Roms extrem verbilligtes, teils sogar kostenloses Getreide zur Verfügung gestellt. Oder auch das hier, schau mal, wie unglaublich ein Time Magazine Titelblatt The New Roman Empire, das neue römische Imperium aus dem Jahr 2015 vom 28. September. Wow, ich meine, die Christen, so ein Christ wie ich zum Beispiel, sagt sowas die ganze Zeit immer wieder und jetzt bestätigt mich das Time Magazine, das neue römische Imperium. Ich meine, wenn du jetzt als lieber Zuschauer jetzt zum allerersten Mal davon zuerst mitbekommst, durch mich und durch das Time Magazine, dann ist es zwar ein bisschen spät in deinem und unserem Leben, aber es ist noch nicht zu spät, davon zu erfahren und umzukehren.
und um an den Herrn zu glauben. Also fahren wir fort. Schauen wir uns mal dieses Bild hier an, auch wenn es jetzt nicht akkurat ist, fahre ich trotzdem fort. Vergleichen wir mal, wie die Menschen verspeist wurden im alten Römischen Reich im Vergleich zu heute. In der Antike, schon zu Zeiten der Römischen Republik, wurde vom Senat für Bürger Roms extrem verbilligtes, teils sogar kostenloses Getreide zur Verfügung gestellt. Dies hatte den Zweck, die Massen der Armen, die Plebs, zumindest so weit zu versorgen, dass sie keine Aufstände starteten. Zugleich wurden oft von vermögenden Adeligen Zirkus- und Gladiatorenspiele veranstaltet, die für jeden Bürger kostenlos besuchbar waren. Und wir wissen ja alle, du und ich, wir alle wissen, wie viel Tonnen an Brot in Deutschland allein jeden Tag an Überfluss weggeschmissen wird. Also wir befinden uns genau wie im Römischen Reich. Klar, es ist noch nicht kostenlos. Man kann es vielleicht in Spenden kostenlos bekommen, aber es ist wie in den Massen verfügbar, wie im Römischen Reich. Und hier sehen wir, wie ein Baggerfahrer diese Massen an Brot ja zur Müllverwertung mit einem Bagger entsorgt. Und das passiert zu tausenden Tonnen oder hunderten Tonnen jeden Tag. Das ganze Jahr über summiert sich das zu vielen, vielen, vielen Tonnen. Ja, also ich mag mich jetzt in der Menge, in der Tonnenmenge an der Zahl geirrt haben, aber ich möchte gar nicht wissen, wie viel Tonnen Brot weggeschmissen wird. Es schockiert mich zu sehr. Ich weiß nur, dass es sehr, sehr, sehr viele Tonnen sind. Und schaut jetzt mal hier, mit den Spielen trifft es heute auch genau darauf zu und darauf ein, dass wir uns wie im alten Römischen Reich unterhalten werden. Hier haben wir zum Beispiel ein Wunderwerk der Antike, das römische Kolosseum. So wurden früher die Spiele veranstaltet, da haben sie stattgefunden. Und man kann sich vorstellen, da war auch noch ein Sonnenschutz in Form von Zeltplanen, die da drüber gezogen wurden. Es hat einen ganz bestimmten Namen, der fällt mir jetzt leider nicht mehr ein. Und in der modernen Zeit haben wir natürlich die modernen Stadien. Stadium. Und das Wort Stadium kommt von dieser Maßeinheit aus der Antike, von Stadia aus dem Griechischen, soweit ich mich richtig erinnere, welche die Spanne von der Länge des Stadiums war. Und hier haben wir die modernen Stadien. Alles ist dazu da, um uns zu unterhalten und von den wichtigen Dingen abzulenken, sodass wir nie zum Herrn gelangen und zu den Schriften und nie aufgeweckt werden und nie aufwachen. Hier wieder, wenn wir es überlagern, das Kolosseum zu einem modernen Footballstadion, es kann auch ein Fußballstadion sein, das spielt keine Rolle, es ist eins zu eins dasselbe. Hier seht ihr das Kolosseum auf der linken Seite, überlagert auf das Fußballstadion, es ist eins zu eins dieselbe Ablenkung, nur die Trikots sind anders, die Sitze sind anders, die haben sich verändert. Ja, auch die Tribünen haben sich ein bisschen verändert und da sind jetzt halt anstatt große Zeltplakate, sind da halt jetzt moderne Bildschirme. Im Grunde ist es eins zu eins dasselbe. Und hier in den modernen Stadien haben wir halt auch wieder das Dach und in der Nacht ist es halt beleuchtet. In der alten Zeit haben sie halt im Römischen Reich haben sie halt Feuerschalen und Fackeln gehabt. Eins zu eins dasselbe, nur einfach modern. Moderne Ablenkung anstatt antike Ablenkung. Und hier modern hergestelltes Brot anstatt in Handwerkskunst antik hergestelltes Brot. Aber beides ist Brot, beides ist Spiele, beides lenkt die Menschen ab. Also, wenn wir in die Schriften gehen, zum Beispiel zu Daniel, dann bemerken wir, dass der Daniel uns lehrt über die anderen Völker, die äußeren Völker, die Heidenvölker. Nationen und wie diese sich entwickeln direkt bis zur zweiten Wiederkunft des Herrn, des Höchsten. Während das Buch von Ezekiel die Zeitlinien des zukünftigen des verheißenen Landes und den Osten mehr in den Blickpunkt nimmt. Und jetzt noch eine kleine Wichtigkeit. Mein erstes Wort war Stein und wir befinden uns jetzt gerade kurz vor dem Eintreffen des Steines, der vom Himmel herabkommt. Das repräsentiert dieser fallende Stein hier. Bei dieser Statue ist das hier schon passiert. Der Kopf ist passiert, dann der Torso ist passiert, die Hüfte ist bereits passiert,
Die Beine sind passiert, nur bei den Beinen sind wir jetzt gerade bei den Füßen, welche gemischt sind aus Eisen und Lehm. Wir sind genau da, das passiert gerade und auf die Zehen warten wir. Und wenn die Zehen eingetroffen sind, kommt der Stein von oben herab. Und dieser Stein ist der Herr, der Allerhöchste, auf den ich warte. Deswegen, komm her, komm her. Also ich meine damit einfach, komm her, Jesus, der Kopf hier von dieser Statue, die den Nebukadnezar repräsentiert, war aus Gold, der Torso war aus Silber, die Hüfte war aus Bronze, die Beine waren aus Eisen und die Füße sind aus Eisen gemengt mit Lehm, aber die sind auch getrennt, weil Eisen vermischt sich nicht mit Lehm. Das Ganze, die Füße, repräsentieren das wiederentstehende Römische Reich. Sieht unendlich. Und Eintreffen erkennt. Fahren wir also fort. Erfolgreiche Politiker wie zum Beispiel Julius Caesar sicherten sich Stimmen bei den re regelmäßigen Wahlen, indem sie einerseits große Mengen an Nahrung verschenkten und andererseits besonders prächtige und unterhaltsame Spiele veranstalteten. Dies sorgte dann dafür, dass der jeweilige Politiker gewählt wurde. Durch diese Steuerung sorgten die Bürger einerseits für immer mehr Unterhaltung und kostenlose Nahrung, andererseits wurde ein Amt damit mehr oder weniger käuflich. Und was ist die heutige Bedeutung? Der Ausdruck Brot und Spiele bezeichnet auch heute noch die Strategie politischer oder industrieller Machthaber. Das Volk mit Wahlgeschenken und eindrucksvoll inszenierten Großereignissen von wirtschaftlichen oder politischen Problemen abzulenken. Das Wortpaar Brot und Spiele kritisiert eine abgestumpfte Gesellschaft, deren Interesse aber elementare Bedürfnisse und Zitat niedere Gelüste, Zitat Ende, nicht hinausgeht, in Anführungsstrichen meine ich, oder ein Gänsefüßchen nicht hinausgeht. Die massive Ausweitung der Sportberichterstattung führt zum Beispiel dazu, dass wichtige politische oder gesellschaftliche Fragen in den Medien in den Hintergrund gedrängt werden. Ebenso dient er in selbstironischer Bedeutung als Name verschiedener Veranstaltungen, Organisationen und Medien im Bereich Unterhaltung und Spiel. Bezug darauf nahm die amerikanische Autorin Susanne Collins in ihrer dystopisch bedeutet Schreckensvision, Romanreihe Die Tribute von Panem. Romane müssen nicht echt sein, können fiktiv sein. Tribute von Panem, original hieß es The Hunger Games, erschienen 2008 bis 2010 von der weltweit über 100 Millionen Bücher verkauft wurden. Darauf basierend entstanden vier kommerzielle erfolgreiche Verfilmungen in den Jahren 2012 und 2015. Also in diesen Verfilmungen, die fiktiv sind, tun sich ein paar fantasiereiche Direktoren und Filmdarsteller die Zukunft praktisch vorstellen, wie sie bereits in dieser kompletten stattgefundenen dystopischen Schreckensversion praktisch nach der großen Zeit der Erfüllung der Ereignisse fiktiv stattfinden soll, wo halt praktisch eine komplette Kontrolle sein wird und alles kontrolliert wird und die Menschen halt, um zu überleben, müssen sie die Spiele gewinnen. Und der Herr sagte ja bereits, wenn die Zeit nicht verkürzt wird, so würde kein Fleisch gerettet werden. Also so eine schlimme Zeit soll noch kommen. Und da wäre in so einer Zeit niemand glücklich. Beziehungsweise niemand wäre dann auch gerettet. Und das Tier aus dem Meer lese ich jetzt fort von Kapitel 13. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Und auf seinen Hörnern zehn Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther, und seine Füße waren wie die eines Bären, und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Also,
Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, warum Far Cry 6 mir nicht gefällt, warum ich es nicht mag, warum wir uns jetzt gerade in der Wiederentstehung des Römischen Reiches befinden und warum ich Far Cry 6 nicht mag. Und ich hoffe, ihr habt viel Informationen bekommen, weil es uns ablenken tut von den Dingen, was diese Leute hier treiben. Und falls es unter den Zuschauern noch so Leute gibt, wenn ihr zum Beispiel mal hier guckt, oh, mit den Schriften, das ist einfach nur so irgendwie so eine prähistorische Bestie im Meer gemeint, wie dieses gezahnte Fischtier hier. Das stimmt nicht. Damit ist ein kommender Imperator und sein Reich gemeint. Also das hier stimmt nicht, diese Seebestie hier. Also damit ist nicht irgendwie so ein prähistorisches Tier wie das hier zum Beispiel gemeint, wie ihr hier sehen könnt. Das ist damit nicht gemeint, sondern damit ist mehr sowas in diese Richtung hier gemeint. So ein Tier, welches wieder entsteht, und dieses steht für einen kommenden Imperator und einen kommenden El Presidente über ganz Römisches Reich sozusagen. Und hier sozusagen sagt der Typ zu dem: Hey, wie viele Finger zeige ich? Und er zeigt vier Finger oder so, und der sagt dann fünf. Er zeigt fünf Finger, und das Volk wird dann wahrscheinlich sagen: Nein, er zeigt vier Finger. Und er wird dann wahrscheinlich durchsetzen: Nein, es sind fünf Finger. Sozusagen wird es ungefähr sein. Und wenn du dir hier einmal anguckst, wie groß das Römische Reich war, allein 117 Anno Domini, 117 nach dem Jahr des Herrn, dann ist das dieser rote Bereich, und das ist schon extrem beeindruckend, wie groß es war. Hier ist Italien, hier irgendwo ist Deutschland, gehen wir runter, Frankreich, Spanien. Hier haben wir den östlicheren Bereich, hier haben wir schon Ägypten und hier haben wir Afrika. Und die Schriften sagen uns halt praktisch wahrheitsgetreu über Zukunft, über halt Reiche, die nicht wahrheitsgetreu sein werden und über ihre Führer. Und deswegen sind halt die Spiele da, wie im Römischen Reich, um davon abzulenken. Und in diesem Bild, lieber Zuhörer, hat Gott all die Herrlichkeiten halt in dem Prinzip von dem Bild, in der Idee von dem Bild, hat Gott all die Herrlichkeit dieser Reiche eingebaut und dargestellt durch diese verschiedenen Metalle. Und wenn der Stein kommt, den ich erwarte, wenn dieser Stein kommt, auf den du wartest, auf den wir gemeinsam warten und harren, dann werden all diese Reiche mit ihrer Herrlichkeit zu ihrer Vollendung gelangen sein. Hier, hey, du. Ja, genau du. Dich meine ich. Du solltest dich lieber mit den Schriften ablenken, anstatt dich mit Far Cry Computerspielen abzulenken. Du solltest auch besser Reinhold seine Videos schauen, seinen Kanal abonnieren und die Glocke drücken. So bleibst du weiterhin am Laufenden und verpasst nichts Neues von ihm an Videos. Wenn du das nicht tust, ansonsten kommt der Höchste eines Tages an einem Tag, an dem du es nicht erwartest. Also Leute, vielen Dank fürs Dabeisein auf Reinhold seinem Kanal. Tschüss! Oder wie El Presidente von Far Cry 6 sagen würde, Adios!